Herzlich willkommen zum fünften Teil der Karma durch die Kontinente-Reihe und heute geht es um Europa. Europa steht für das fünfte Chakra, also für das Halschakra. Und der europäische Kontinent ist quasi dann so nach Afrika, Australien, also Afrika Wurzelchakra, Australien Nabelchakra, Asien Solarplexus, Südamerika Herzchakra und ist Europa dann das Halschakra. Beim Halschakra geht es ja ums Handeln, um die Kommunikation. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich jetzt einmal das Karma mit Europa anschaut, das einmal zu lösen, gerade wenn es ja immer so Euro-Krisen gibt und wenn es jetzt im Außen eh auch sehr bewegt ist und Krieg auf europäischem Boden gibt, ist es, denke ich, auch eine gute Zeit, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Was wir heute machen werden, ist, wir werden auf der einen Seite Blockaden aus deinem Halschakra lösen, individuell, aber auch auf die karmische Ebene eingehen. Das heißt, das Karma, das dich mit dem europäischen Kontinent verbindet. Und zu dieser Reise, weil es ja um Halschakra geht, du kennst es schon von den anderen Reisen, nehmen wir uns noch einen anderen Helfer auch dazu. Also wir nehmen uns geistige Helfer mit, dass wir da besser in die Meditation reinkommen. Und das wird heute Erzengel Michael sein. Also das ist so, du kannst dir den vorstellen in einer blauen Energie, mit Schwert und Schild, wie so einen Bodyguard, wie so einen Beschützer, der dir auch helfen wird, das Karma abzutrennen, das du mit Europa hast. Und für die Akasha-Chronik bitten wir natürlich wieder Erzengel Metatron an unsere Seite, im violetten Bild, den Hüter der Akasha-Chronik und die transformative Flamme von Meister Saint-Germain ist natürlich auch dabei. Also das sind einmal so in Blau und in Violett unsere Hilfsfrequenzen und wir werden noch für Heilung und Herz uns auch noch jemanden holen und zwar den Raphael holen wir uns dann noch dazu. Gut, das ist also mal so unser Team. Schließ mal deine Augen und stell dir das mal vor. Atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und nun stell dir mal dein Team vor. Vor dich stellt sich Erzengel Michael in einer blauen Frequenz, dein Bodyguard. Zu deiner rechten Seite stellt sich Erzengel Metatron mit der Akasha-Chronik in Violett. Zu deiner linken Seite Meister Saint-Germain ebenfalls in Violett mit seiner transformativen Kraft. Und hinter dich stellt sich Erzengel Raphael in einem angenehmen Grün. Und spür jetzt mal diese Energien. Blau, Violett, Violett, Grün. Blau, Violett, Violett, Grün. Und diese Reise wird jetzt geführt von deinem höheren Selbst, unter der Aufsicht deines höheren Selbst, dass sich jetzt nur Themen lösen, für die du auch bereit bist, die sich jetzt lösen dürfen. Und zuallererst beginnen wir mit einer Reinigung deiner Glaubenskonzepte. Das heißt, so dein Kopf wird mit einer transformativen Energie durchflutet. Dein Gehirn entspannt sich und vor allem entspannen sich jetzt in deinem Kopf die Stresszentren, also die Zentren, wo Stress gespeichert ist, wo Druck gespeichert ist, da dürfen sich jetzt entspannen. Und du kannst dir das vorstellen, dass in deinem Gehirn ganz viele so kleine violette Flammen angehen, wo sich eben so Verknotungen lösen, wo sich so Anstrengungen lösen. Und spüre mal, wie dich das jetzt mehr in die Mitte bringt. Wenn so Glaubensmuster gelöst werden, wie
ich bin gestresst zum Beispiel oder ich werde immer Stress haben oder ich habe immer einen Druck, ich empfinde Druck, ich empfinde Unruhe. Solche Energien lösen sich jetzt aus deinem Kopf raus, sodass dein Schädel und auch dein Hirn sich heller und klarer anfühlen. Und durch diese Klarheit kann auch Erzengel Michael jetzt mehr bei dir wirken und dir mehr Durchsetzungskraft, Struktur und Handlungsfähigkeit zukommen lassen. Sprich jetzt in deinem Inneren, ich bitte Erzengel Michael, um Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft und die Heilung aller damit verbundenen Beeinträchtigungen. Und erlaube mal, dass du diese Energie jetzt klar in dich einfließen lässt, durch all deine Zentren, dein System laufen lässt. Du bist ja in Europa, du bist auf dem europäischen Kontinent und deine Füße stehen auf Europa. Ganz egal, in welchem Land du jetzt konkret bist. Und erlaube dir mal, diese Verbindung zu spüren. Und erlaube dir mal, dich inspirieren zu lassen, gibt es karmische Verbindungen mit Europa? Gibt es vielleicht irgendwelche Gelübde aus alten Leben, die dich hindern, glücklich zu sein? Zufrieden zu sein, Wohlstand zu erzielen, gesund zu sein, vielleicht eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Lass das einfach jetzt mal in dir wirken und schau mal, ob der Boden auf irgendein Muster reagiert, Gesundheit, Finanzen, gibt es da karmische Verbindungen, Gesundheit, Finanzen, soziale Themen, irgendwelche Gelübde? Lass dich einfach mal reinfallen in das Gefühl und mit diesem Reinfallen erlaube dir auch in die Akasha-Chronik zu reisen und einfach mal zu wahrzunehmen, gibt es da jetzt Verbindungen mit Europa? Vielleicht Herzensverletzungen? Vielleicht auch Karma, wo dir deine Stimme genommen wurde oder deine Handlungsfähigkeit. Und du erlaubst dir jetzt, die Unklarheiten zu transformieren und sämtlichen Stress, der dich mit Europa verbindet, jetzt zu lösen. Vielleicht fallen dir auch Sätze ein mit ich werde immer oder ich werde nie. Dann erlaube dir diese Muster, diese Sätze wahrzunehmen
und dem violetten Feuer zu übergeben. Du spürst, dass du an einen Punkt gelangst, wo Lösung passiert, wo Lösung unumgänglich ist. Und du bittest jetzt deine Begleiter, deine geistigen Helfer und Führer um Unterstützung. Saint-Germain, Metatron, Michael und natürlich auch Raphael. Und mit ihren vereinigten Kräften fließt jetzt Heilungsenergie und Lösen deiner karmischen Themen ein. Und du spürst auch, dass dein Halschakra sich wandelt. Du spürst auch, wie du dich wandelst. Und wie sich deine Beziehung zu Europa wandelt. Du spürst, dass du im Hier und Jetzt bist. Und dieses Hier und Jetzt, diese Gegenwart, transformiert die Vergangenheit. Es lösen sich alte, gestaute Gefühle. Es lösen sich auch Pseudo-Erklärungen, die dich vielleicht von deiner Kraft, von deinem Handeln abgehalten haben. Und die fließen jetzt ab in die Erde. Und sie werden begleitet von diesem transformativen Feuer. Und erlaube dir jetzt, diese transformative Energie zu fühlen. Erlaube dir, wahrzunehmen, wie alter Staub, alte Anspannungen, alte Themen aus deinem System gereinigt werden. Und sämtliche Manipulationsenergien, die vielleicht vorhanden sind, lösen sich auch mit. Und du spürst Transformation. Es ist jetzt die Zeit, in deine Kraft zu kommen und zu handeln. Und erlaube dir jetzt mal, dass dein Halschakra, die Energie deines Halschakras sich auch über die Schultern, in deine Oberarme, Ellenbogen, Unterarme und Hände ausweitet. Die Kraft zu handeln, die Kraft, klare, inspirierte Gedanken umzusetzen. Für eine wundervolle Gegenwart. Und eine inspirierende Zukunft. Erlaube dir, dass sich diese Themen umsetzen. Dass sich dein Innerstes entfaltet und du voller Durchsetzungskraft und Klarheit deine Zukunft gestaltest, frei von alten Einschränkungen und Ketten. Und du spürst diese reinigende Kraft, wie sie durch dich fließt. Du spürst
die Inspiration und die Energie des Neubeginns. Du spürst, dass alte Verkrustungen und Themen abfallen. Und du spürst, wie viel Energie durch Europa fließt. Genauso wie du spürst, dass Energie durch Afrika, Australien, Asien, Südamerika fließt, Europa und natürlich dann auch Nordamerika und die Antarktis. Die Welt ist voller Energie. Und diese Energie nährt dich und du nährst die Energie der Welt. Und du spürst, dass du in einer Zeit bist, wo sich Gedanken ganz schnell umsetzen lassen, wenn du deinen Inspirationen Handlungen folgen lässt. Atme mal dieses Bewusstsein tief ein. Ich verwirkliche meine Vorstellungen, weil ich meinen Gedanken Handlungen folgen lasse in die richtige Richtung. Und spüre jetzt mal diese Energie, die Durchsetzungskraft, die Klarheit. Und spüre auch die Liebe, die Dankbarkeit. Wie schön es ist, wenn du dich verwirklichst, wenn du deine individuelle Version und Vision auf die Erde bringst. Atme dieses Bewusstsein nochmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie sich die Heilung manifestiert, wie sich Lord Michaels Durchsetzungskraft manifestiert. Wie du selbst in eine aktive, klare, bewusste Energie eintauchst. Und nun erlaube dir jetzt auch, dich von Michael und auch deinen anderen Begleitern, Saint-Germain, Metatron und Raphael, führen zu lassen, dass dein Halschakra, die Halschakra-Energie mit deiner Wurzelchakra-Energie verbunden wird. Stell dir einfach dazu deine Wirbelsäule vor, am Kopfende. Und die Wirbelsäule entlang bis zu deinem Steißbein fließt jetzt deine Handlungsenergie. Und diese Handlungsenergie fließt jetzt hinunter zu deinem Wurzelchakra, zu deinem Können, zu deiner Potenz, zu deiner Kraft, zu deiner Durchsetzungskraft und Umsetzungskraft. Und spüre mal, wie dich diese Energie inspiriert, erweitert und befreit. Und atme jetzt noch mal tief ein und wieder aus. Und spüre, dass sich deine Themen mit Europa gelöst haben, dass du frei bist. Und betrachte nochmal so deine geistigen Helfer und Führer, Michael, vor dir und bedank dich. Zu deiner linken Saint-Germain, Violett, und bedanke dich. Hinter dir, Raphael, bedanke dich. Und verabschiede dich von den dreien und nun bitte noch, Metatron, die Energien in der Akasha-Chronik
umzuschreiben und zu lösen. Also er schlägt die Akasha-Chronik, dieses Buch auf, wo alle Lebensthemen gespeichert sind, und schreibt diese um und transformiert sie. Und du spürst jetzt nochmal die Lösung aus der Akasha-Chronik. Metatron klappt das Buch zusammen, du verabschiedest dich, bedankst dich. Und auch Metatron verlässt dich jetzt. Und du spürst, dass du ganz im Hier und Jetzt bist, ganz klar geerdet. Atmest nochmal tief ein und wieder aus, fühlst nach, bewegst deine Arme und Beine. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen und spür nochmal nach. Wie fühlt sich dein Energiefeld an? Was hat sich getan? Ich bin jetzt davon ausgegangen, nachdem diese Meditation in Deutsch ist und die meisten aus der Community Schweiz, Deutschland und Österreich sind, dass ihr alle Europäer seid. Also sonst kannst du das natürlich nach deiner Herkunft noch verändern, aber grundsätzlich ja, darum habe ich das so eingebaut. Ich hoffe, dir hat die Meditation gefallen. Nächstes Mal geht es weiter mit dem vorletzten Teil, dem sechsten Teil dieser Karma-Reihe. Da geht es dann ums dritte Auge. Und damit ja, sind wir dann schon fast am Ende mit unserer Reihe Karma durch die Kontinente. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal. Vielleicht möchtest du ja mal ein Einzelcoaching bei mir haben, eine Sitzung bei mir haben oder natürlich auch eine astrologische Interpretation, dann kannst du gerne Termine über meine Homepage buchen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.